Und da ist dann auf jeden Fall ein Boot, nämlich das andere kleine dumme Boot. Voll mega peinlich, Leute. Echt mal. Ja, das ist immer noch da. Sehr schön, leck mich. Und es ist sogar noch auf der Kartenregion eingezeichnet. Das ist auch peinlich ohne Ende. Dass die Boote verschwinden, aber mit den Chunks neu laden. Ja, es ist verständlich, so rein von der Funktion her, aber... Hey, was soll der Kack? So... Kann ich jetzt darüber springen? Kann ich das Ding rechtsklicken von einem anderen Boot aus? Das muss alles mal ausprobiert werden, glaube ich. Nein, nein, geht alles nicht. Das heißt, ich muss das Ding kaputt hauen. Und dann hier hochspringen und das Ding steuern. Als wäre nichts passiert. Als wäre nie was gewesen. Lächerlich. Okay, lass mich mal damit fahren. Ach, ist das witzlos. Jetzt gebe ich aber Vollgas, da kannst du was für, Kleiner. So, ich möchte wieder auf der anderen Karte zu sehen sein. Ich gehe auf dem kürzesten Weg zurück zu dem großen Boot. Und wenn du abstürzt, dann stürzt du halt ab, dann ist das alles nie passiert. Aber ich weiß zumindest, wie der Kontinent aussieht. Und kann das sehr viel schneller kartografieren. Beim nächsten Mal. Mann, Geschwindigkeit 9 geht noch ohne Probleme. Wo ist denn... Ich sehe halt nur nicht, wo ich lang fahre, aber egal. Ich muss mal kurz stoppen und das Ding richtig drehen. Yep, da ist es wieder passiert. Leck mich am Arsch. Und ich sehe mein altes Boot wieder. Ach, ist doch lächerlich. Ist doch lächerlich, Jungs. Ernsthaft? So, jetzt mache ich das Ding platt. Dann mache ich das Ding sehr klein. Ich lerne noch den Umgang mit diesem Bohrmod, aber bisher ist der Umgang alles andere als fein. Ich muss jetzt hier mal kurz eine Diagonale bauen, denn die hinterlässt keinen Fußabdruck, wenn sie rechts geklickt wird und im Wasser verschwindet. Dann habe ich hier eine sehr dumme Boje. So. Diese Boje kann ich mitnehmen und zerstören. Ohne dass ich ein Loch im Wasser habe. Hm, Bojen bauen ist auch mal eine nette Möglichkeit. Ein Außenposten. So, mein Boot ist natürlich wieder da. Es war nur weg, aber nicht wirklich. Komm, schwimm dahin, bevor du von Haien oder Piranhas gegrillt wirst. Wo zum Henker bin ich hier? Was zum Henker? Das ist die Anlegestelle. Oh, komm schon. Ich habe keine Lust auf diesen Fehler. Wie soll ich das bitte alles erklären? Hä? Das Schiff ist weg und wieder da und wieder weg. Das Schiff teleportiert sich an eine andere Stelle zurück. Was soll der Käse? Voll das Geisterschiff. Ich habe keine Lust auf dieses Geisterschiff. Ich werde mal das Schild entfernen von dem Teil hier. Und Kisten brauche ich auch nicht wirklich. So. Wir werden jetzt mal wieder Richtung Anlegestelle zurück. Das Anlegen ist eine ziemlich schwere Angelegenheit. Man sollte nicht zu schnell nach vorne fahren dafür. Ich weiß nicht genau, wie ich das erkläre. Vielleicht lade ich die Videos hoch, vielleicht überspringe ich das einfach.
und mache nochmal eine nachträgliche Beschwerde und Zusammenfassung von dieser Kartografiestunde hier. So. Ah, das ist gut genug. Das Ding werde ich jetzt mal wieder der Welt vertreten lassen. Und der Mod braucht dann doch etwas mehr Testläufe. Ist sehr enttäuschend gewesen bisher. Bye bye. Es ist schön, dass mein Chip wieder da ist. Quasi Status quo, aber guck dir das dumme Loch da hinten an. Mann, Mann, Mann.